Hallo, liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute habe ich das Dimensionsduo und zwar mit Dialga und Palkia. Und eigentlich hatte ich Nachrichten weg. Ja, ich wurde gerade direkt von der Benachrichtigung angeschrieben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Dimensionsduo Dialga und Palkia und in der Mitte Melmetal. Gegen die nervigen Togekiss und sowas. Dann wollen wir mal loslegen und gucken, wie das Team so klappt. Also, klein, na, sagen wir es mal so, ich habe es gestern mal ausprobiert und gleich ein 4-1 hingelegt mit dem Team. Hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Und jetzt wollte ich das mal im Video mal zeigen, das Team. Gegen Estuardo 350 und man sieht irgendwie keinen Rang oder gar nichts. So, Stalobor. Dann gehe ich hier rein. Okay, das war kein Konter. Ein Spukball verkraft ich eigentlich. Aha, unheilbar, okay. So, und das Schweif 1. Du schildest, okay. Nassschweif 2. Ja, ich würde einmal gerne schilden. Aber wenn es die Unheilböe ist. Und er kriegt natürlich den Boost. So. Natürlich. Aber. Bitte, 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 komm schon. Draco ist da. Ich hoffe, du schildest. Ja, das ist gut. Ja, du farmst runter. Allerdings werde ich nicht schön. Du setzt blind ein. Ich werde nicht schilden. Ja, weil es eh nur Surfer ist. Ich hoffe, ich komme zum Draco. Oh, komm schon. Oh, reicht das? Reicht das? Bitte lass es reichen. Ich wechsle natürlich gleich raus. Draco. Und der reicht. Gleich rüber. Jetzt kannst du schon aufgeben. Ja. Du hast nur Surfer oder Donner, was neutral wäre. Und ich habe den Steinhagel eh schon ready. Und gegen meinen Dialga kannst du eigentlich sonst nichts machen. Ja, eigentlich hatte ich den Steinhagel schon längst eingelocht, aber okay. Der Gegner darf nochmal Surfer machen. Aber auch das überlebt Melmetal. Und da haben wir eine Stalobor-Führung einfach mal schön gedreht. Ja, irgendwie war sein ganzes Team ziemlich schwach gegen Palkia. Und das war ein Beweis, dass Palkia einfach mal unterschätzt wird. Gerade gegen sowas wie Stalobor, Groudon, Giratina. Was war das andere, was er noch eingesetzt hat? Ja, und Kyogre natürlich. Kyogre kann auch fast nichts machen gegen Palkia. Weil Palkia überlebt einen Blizzard, Palkia überlebt einen Donner. Und schon wieder eine Nachricht. Und hier muss ich drin bleiben. Hier muss ich leider drin bleiben. Und mich runterfarmen lassen, beziehungsweise einsetzen. So, du kriegst keinen weiter runter. Du wirst eh schilden. Das ist klar. Mal sehen, ob du einsetzt. Nee, das ist mir kein Schritt wert, ehrlich gesagt.
Ein Schritt habe ich ja gezogen. Oh, hallo? Ja, danke Niantic. Für die wunderschönen Lecks. Ich liebe Niantic mit den wunderschönen Lecks hier. Ja, ich glaube, ich hätte Eisenschädel trotzdem nicht mehr geschafft. Ja, jetzt chill ich auch einmal. Könnte Draco sein. Und nein, du gehst auf Donner, okay. Jetzt kommt Togge zu den Quiz wahrscheinlich rein. Ja. Oh, du hast die extra Attacke bekommen, so nervig. Ich hasse es, wenn die Gegner extra Attacken bekommen. Ja, aber ich hätte Nuzstrife wahrscheinlich eh nicht erreicht. Staluwa. Na, was du mit dem Köder rechnen? Ja, ich muss schön. Dummerweise wirst du das wahrscheinlich überleben, ne? Ah, ich hätte dich gerne mit Palkia mehr runtergeschwächt gehabt. Ah, ich muss so oder so eins. Ja, das überlebst du noch. Schade. Ja, und jetzt kommt die Attacke. Das war doof. Ja. Schade eigentlich. Oh, schade, dass du mit Togekiss sofort rausgegangen bist. Weil Palkia gegen Stalos. Nicht Stalos. Palkia gegen Stalobor, so rum. Wäre richtig Knorke gewesen. Es wäre auch richtig Knorke, wenn man mal einen Gegner finden würde. Ja, Torgekiss-Führung ist natürlich nervig. Die rumzureißen ist schwer. Und scheinbar einen Gegner zu finden ist auch schwer. Nee, jetzt haben wir einen. Jetzt haben wir einen Gegner. Und ich hoffe, die Server funktionieren. Gegen Samu 25. Jäger gegen Knackhack. Schöne Führung. Hoffentlich Drachenroute. Lugia. Ja, da gehe ich hier Melmetall. Hab mit Melmetall nichts zu befürchten. Problem ist, was ist, wenn du ein Torgekiss noch hinten hast? Oder ist das Team Knackhack Doppelpsycho? Du gehst eher auf Luftstoß, weil du weißt, dass ich schäden werde. Ja. Ein Schild wäre hier auch allerdings sinnlos. Ein Schild wäre hier richtig sinnlos. Das ist Himmelsfeger, den müsste ich überleben. Hoffe ich doch. Enttäusch mich nicht. Ja. Das heißt, ich kann jetzt farmen. Und habe zweimal Kraftkoloss. So, ich kann hier rein. Hallo. Ah ja, Melmetall. Dann kann ich hier auf Draco gehen. Vielleicht fehlt es den ja. Ich habe zweimal Kraftkoloss ready. Okay, du findest nicht. Mm.
Ich glaube, ich schütte einfach zweimal durch. Ich glaube, ich schütte einfach zweimal durch. Ich komme nochmal zum Eisenschädel. Ja, das geht in Ordnung. Du musst aber einsetzen. Du musst einsetzen. Über. Kraftkoloss zweimal zünden. Perfekt. Das sollte ich eigentlich in der Tasche haben. Du hast geschildert. Nochmal geschildert, perfekt. Und jetzt in Palkia. Ja? Du musst irgendwas einsetzen. Und weg bist du. Und Palkia ja drückt richtig gegen Knackrack. Das ist sehr schön. Das sieht richtig. Und so konnte ich mir den Sieg noch holen. Indem ich einfach beide Schilde, auch wenn es unsinnig aussah, beide Schilde in Dialga geballert habe. Aber das habe ich auch nur gemacht, weil er meinen Drakon nicht geschildert hat. Und Palkia flog nur schön. Ach, hier rüber. Och Mann, warum kommen jetzt die ganzen Chats an um die Zeit? So, ersten brauche ich einen Schilden. Schlagbohrer 1. Das Problem ist, er hat einen Energievorteil. Er hat einen Energievorteil. Wobei, ich bin gleich beim nächsten. Nassschweif. Ah, ich gebe noch auch den Ladeattackengleichstand. Was Gutes. Okay, du lässt es drauf gehen. Perfekt. Stahlobohr ist weg. Jetzt wirst du mit deinem Palkia ja kommen und runterfahren. Schütz. Ja. Drachenrutenpalkia. Ja. Hier muss ich auf jeden Fall schön. Okay, du kommst so gar nichts. Ich brauche gar nicht schön. Cool. Und du gibst auf. Perfekt. Das ist schon mal der dritte Sieg. Einen haben wir verloren. Melmetal hat Pause. Okay, Melmetal macht Pause. Das Team funktioniert irgendwie. Das Team funktioniert. Ja, Stahlobor hast du gar nicht mehr geschildert. Aber Stahlobor outspeedet gar nicht Palkia, wenn ich einmal den Schlagbohrer nicht schilde. Und das wäre auch schwachsinnig gewesen, wenn ich den nicht geschildert hätte. Ja, okay, du wolltest mit Palkia zum Draco-Meteor, ne? War ein netter Plan, aber hat nicht geklappt. Und vielleicht hättest du den mit Feuer oder irgendwie schneller erreicht. Weiß ich nicht. Drachenrute macht mittlerweile mehr Schaden jetzt. Feuer Odem ist eine Einsatzhörn. Und warum finde ich jetzt keinen Gegner? Was ist denn los? Ich will kämpfen. Läuft gerade so gut. Das läuft gerade so gut. Ich möchte kämpfen. Nee, aber Dialga und Palkia in der Kombi sind nice. Muss ich zugeben.
Gefällt mir auf jeden Fall. Und das Melmetal rundet das ab. Und also Dialga kommt auch irgendwo gegen Togekiss an. Aber Melmetal ist für Togekiss Endgegner. Mewtwo. Okay. So, ich werde direkt auf Eisenschädel gehen. Ich komme zuerst zur Attacke auf jeden Fall. Okay. Ja, zur Not butter ich hier beide Schilde rein. Ja, war klar, dass du gehört hast. Ja, Risiko zum Fokusstoß ist zu groß. Oh, er ködert einfach zweimal. Und kommt dadurch nochmal zum Psychostoß, okay. Ja, aber Psychostoß geht in Ordnung. Ja. Dann drücken wir dir den. Oh, er darf kein Togekiss hinten haben, ne? Ich hole extra Energie. So, du gehst eher auf Draco. So, ich weiß gar nicht, ob der jetzt in dem Fall schon ausreicht. Nein, reicht nicht. Dann gehe ich jetzt auf Steinhagel nur. Das müsste jetzt in dem Fall ausreichen. Ja. So, kommt wieder Mewtwo rein. Was kommt rein? Stalobor. So, gleich mal abschwächen. Und ich gehe in Dialga. Palkia. Okay, du farmst runter. Ah, das ist doof. Okay. Ja, jetzt musstest du einmal einsetzen. Das ist in Ordnung. Ein Schlagbohrer überlebe ich. Und jetzt kommt Palkias Auftritt. Okay. Hättest du nicht schon einen zweiten Schlagbohrer haben müssen, aber okay, so nehme ich's. Und ein knackiges 4 zu 1, Leute, mit dem Team. Und komm, Palkia als Belohnung, das wär's noch. Nein, ein Quabbelschwabbel. Aber ein Gammelquabbel. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr lieber ein Set mögt oder zwei Sets mögt, weil ich mache meistens eigentlich lieber zwei Sets. Und deswegen werde ich jetzt heute auch auf jeden Fall nochmal ein zweites Set hinterher schieben, weil das Team gerade so funktioniert, so gut. Wir sind wieder ein paar Points höher. Und nächster Kampf. Das zweite Match haben wir hier verloren wegen Togekiss. Aber Palkia nimmt die ganzen Boden-Pokémon schön hops. So, Dialga vorne macht sich gut gegen Iveltal. Ja gut, da muss ich vor Fokusschuss aufpassen. Jetzt komme ich eher zum Eisenschädel. Komme ich eher zum Eisenschädel. Oh, schön, das ist direkt. Es war ein leider Attackengleichstand. Bitte lass mich nicht die Finsteraure schälen. Natürlich ködert der Gegner. Ach man.
Ich schilde nochmal, falls es der Fokusstoß ist. Ja, war klar. So, jetzt kommt der Draco. Jetzt gehe ich in Melmetal. Frage ist, reicht das aus? Du bist diesmal weiter unten als vorher, ne? Reicht trotzdem nicht. Schade. Aber ein Draco müsste ich trotzdem überleben. Ja. Tut zwar weh. Oh, war das doof. Das war so doof von mir. Ah, ich konnte nur meine Energie holen. So, was kommt rein? Ah, vielleicht hätte ich da einfach. Oh, nö, nö, das geht in Ordnung. Ja, drück mir ruhig den Fokusstoß. Das ist egal, das dürft. Ah, das ist eh nur für Sauer. Okay. Ich hatte einen Draco ready. Und der reicht jetzt easy schon aus. Und du setzt einfach nicht gegen Palkia ein. Okay. Ich habe zweimal Draco. Wer will zweimal Draco? Es reicht einmal Draco. Ah, dieses Du, das ist so geil. Das Dimensions-Du. Ja, mit. Ja, ich hätte gerne noch Giratina in der Mitte. Aber dann habe ich nur Dialga wirklich gegen Togekiss. Und das ist doof. Deswegen, die drei in ein Team klappt leider nicht. Es würde nur klappen, wenn kein Togekiss da wäre. Ja. Nur wenn kein Togekiss da wäre. Und solche Siege machen echt Spaß, Leute. Wenn man nur mal schneller Gegner finden würde. Und das nervt so ein bisschen gerade. Spielt keiner Meisterliga? Spielen sie alle Hyperliga? So, Espido. So, Dialga gegen. Oh, ich hatte ein Déjà-vu, Leute. War das nicht beim letzten Mal auch im zweiten Match? Und witzigerweise hat es dieselben WP und das ist Shiny. Und du setzt diesmal nicht ein. Das ist perfekt. Weil so schaffe ich das auf jeden Fall noch. Und du schildest dein Togekiss, als ob es Gott wäre. Jetzt schilde ich natürlich den Flammenwurf. Ist ja logisch. Togekiss ist schon nervig. Du gehst aber wenigstens nicht raus. Ist das noch ein Flammenwurf? Nein, Antikraft, perfekt. Ja, in dem Fall hättest du ködern können, mein Freund. Weißt du, was jetzt reinkommt? Giratina, okay. Okay, die Dialga kommt. Natürlich nervig. Jetzt nur ein Eisenschädel. Ja, du kannst natürlich jetzt.
mit Giratina perfekt runterfarmen. Und konntest noch Energie holen. Ja, da hätte ich das Matchup gegen Togekiss gewinnen müssen. So, ein Spukball reicht nicht, da dann würde nochmal Unheilböen reichen. Oder vielleicht kannst du mich sogar runterfahren. Ja, ich glaube runterfahren nicht ganz. Oder doch? Du wirst aber eher auf Unheilböe als Safe gehen. Nee, würde nicht mal reichen. Ich komme auch nicht mal, du brauchst eine Farm. Schade. Und wieder zweiter Kampf verloren. Und wieder wegen ein Togekiss. Ja, leider hattest du noch einen Dialga hinten. Das war, glaube ich, Schillings Team, ne? Ja, das war Schillings Team. Bloß mit einem Shiny Togekiss. Bläh. Hier muss ich auch drin bleiben. Oh, es ist Drachenroute. Drachenroute geht in Ordnung. Weil hier musst du jetzt reinschillen. Ich habe ein Schild gezogen. Ich werde auch einmal schilden. War klar, dass du einen Feuerschlag gehst. Hast gleich wahrscheinlich den nächsten, ne? Den überlebe ich. Gerade so, glaube ich. Oh, komm schon. Ach, Mann, der wäre wichtig gewesen. Ja, ich muss hier rein. Das kann nur ein Feuerschlag sein, den ich nicht schilde. Das kann kein Erdbeben sein. Ja, Groudon ist schon nervig. So, was kommt rein? Dialga. Lass mich, Draco. Draco kommt. Ich erwarte ein Schild. Nee, Metall kommt. Mewtwo geht vollkommen in Ordnung. Problem ist, du gewinnst es wahrscheinlich, wenn du köderst. Aber ich muss schillen. Definitiv muss ich schillen. Wenn ich das abfangen kann, gewinne ich das. Und das ist der Fokusstoß. Das ist der Fokusstoß jetzt. Wetten? Nein, Spukball. Oh, wie mache ich das? Draco reicht jetzt locker easy. Oh, ich wollte gerade abfangen, du hast den noch nicht. Ah, schade. Ja, jetzt hast du ihn. Du hast wahrscheinlich extra gewartet. Schade, ich dachte, ich kann den Draco abfangen. Oh, das wäre so köstlich gewesen, wenn ich den Draco-Meteor abgefangen hätte. Oh, hätte ich gewusst, dass du Spukball hast. Dann hätte ich den Köder durchgelassen, den zweiten geschildert und hätte mir noch schön extra geholt. Ja, das war doof gespielt von mir. Das dicke Giratina, das geht in Ordnung.
Ich bleib da drin. Ja, kannst ruhig Drachenklau machen. Draco kommt. Wird geschildert erfolgreich. Hier setze ich kein Schild ein. Weil das kann nur Donner- oder Eisenschild sein. Ja, Donner, right. Das heißt, ich kann hier oberfarmen. Gehe einmal auf den Steinhagel. Ja. Oberfarme wieder ein bisschen. Und jetzt gehe ich auf den Kraftkoloss. Hab auch ein bisschen extra Energie. Jetzt kommst du mit Fett-Giratina wieder rein. Das geht aber in Ordnung. Ja. Habe ich mir gedacht. Habe ich mir fast schon gedacht. Allerdings kannst du mich runterfahren, ne? Ich hoffe, du schildest nicht. Ah, natürlich schildest du dieses hässliche Ding. Komm schon, Steinhagel war ja wichtig gewesen. Und ich gehe einfach mit zwei Schilden drauf. Ich könnte kotzen. Und du setzt Hauptsache nochmal ein. Hauptsache, du setzt nochmal ein. Ich bräuchte so zweimal Nassschweif. Und du kriegst immer einen Charme durch. Das hasse ich an Togekiss, Leute. Beziehungsweise generell an Fee. Die kriegen immer einen Charme durch. Oh, hätte Melmetall mehr Leben gehabt. Ja, ich hätte Donner schilden sollen. Hätte ich den Donner geschildert, hätte ich das gewonnen. Oh, das ärgert mich. Warum habe ich da nicht geschildert? Vielleicht sollte ich in Zukunft auch den Draco da schilden. Na, das war so doof von mir. Und das ist jetzt der letzte Kampf. Komm, wenigstens nur ein 2 zu 3. Komm schon. Bitte. In Brandon. Och, bitte nicht. Und das ist das nervige Rodon. Ich wette, ich schilde einen Feuerschlag. Nein, ich schilde das Erdbeben. Perfekt. So, du hast keine Zwischen bekommen. Eisenschädel kommt. Wechsel. Schilde. Das Groudon ist fast weg. Es kommt auf keinen Fall zum nächsten Erdbeben. So, du wirst eh schön. So. Jetzt kommt Melle rein. Jetzt kommt Draco. Draco, Draco, Draco. Jo, hau rein.
So. Bam. Reicht. Schnell wechseln. Das ist nur Feuerschlag. Das kann kein Erdbeben sein, oder? Ja, wollte gerade sagen. Okay, du opferst deinen Giratina. Das ist mal durch den Draco sofort weg. Und Groudon ist auch weg. Ja, gut, dass du immer auf Erdbeben gegangen bist, tatsächlich. Finde ich gut. Wenigstens noch ein 2 zu 3 rausgehauen. Da verliere ich jetzt nicht so viele Punkte. Ja, ist verkraftbar. Aber das war's schon tatsächlich für die Folge. Morgen geht Evoli Community weiter und ich sehe hier gerade ein schönes Wirrlicht und ein Glumanda und ein Vulcano. Und natürlich Niblock. Aber für die Folge war's das für heute. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.